Hi! Hallöchen, Pupillchen. Wem juckt der Po? Was machst du denn noch so mit deiner Hand vor der Kamera und dann so? Dann machst du einfach ein Stimmgeräusch. Oh. Schönen guten Tag. Wir haben jetzt 20 Minuten lang darüber gesprochen, was man oder wie man eine Einleitung machen könnte hier auf YouTube. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es nichts Vernünftiges gibt. Deswegen, hallo und willkommen zum ersten Vlog hier auf dem Kanal. Wir sind gerade in Hannover und haben heute unseren ersten Wettkampf gegen Finnhorst. Wir sind vom SC Cottbus. Ich bin mit den Leuten hier, das sind zwei aus dem Team. Genau, und ich nehme euch heute einfach mit. Wir schauen ein bisschen, was so gegessen wird. Wir quatschen ein bisschen Blödsinn und sehen uns dann einfach im nächsten Cut wieder. Bis dann. Achso, Devin wollte, dass ich irgendwie so einen Cut mache, also... Schönes Teamfilm, aber dann bin ich noch da. Hey! Man nimmt das, was man kriegen kann. Ja. Good morning in the morning. So, wir sind in der Einturnhalle angekommen. Heißt, wir sind da, es geht los. Ich bin jetzt mit Willi hier, ich habe mir Willi geschnappt. Und ja, wir quatschen jetzt ganz kurz ein bisschen was, damit ihr wisst, was hier so abgeht, was hier so passiert. Klär doch vielleicht mal einfach, damit die Leute das von dir hören. Wie sieht so ein Frühtraining aus? Was wird so gemacht? Heute früh wird nicht viel passieren. Also dadurch, dass wir ja heute Nachmittag noch einen langen Wettkampf vor uns haben. Wir machen jetzt eine Stunde Training. Einfach schon die Rolle, ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen alles weich kriegen, so dass jetzt keine Verkrampfung oder sowas kommt. Ein bisschen Dehnung, ein bisschen mit dem Gummiprogramm die Schulter ein bisschen vorbereiten. Vielleicht maximal ein, zwei Mal an irgendein Gerät rangehen, ein paar Grundlagen oder so. Sprich halt einfach ein bisschen wach werden. Hauptsache nicht irgendwie irgendwas anstrengend. Ja, was Spektakuläres oder irgendwas, wo man sich verletzen könnte, wäre jetzt vielleicht... Nee, das ist nicht nur bei mir. Ich glaube, natürlich hat jeder ein bisschen sein eigenes Programm. Ja, seine eigene Routine. Aber ich glaube, dass kein Mensch früh irgendwelche seine richtigen Elemente oder so irgendwelche Übungen, außer was er auch nachmittags macht. Ja, klar. Ja, und dann geht's wieder zurück ins Hotel, ne? Und dann umziehen, kurz duschen. Dann geht's Mittagessen. Oh ja. Hast du Hunger? Ja. Ich auch. Ich hoffe, es gibt was Gutes. Wir gehen zum Italiener, oder? Ich glaube, es ist geplant, ja. Italienisch. Geil, ja, das ist immer gut. Da gibt's ja eigentlich für jeden was dabei, ja. Ich denke auch. Ja, und dann nochmal chillen und dann sehen wir uns auf dem Hotelzimmer. Das war cringe. Ich weiß nicht, zu dir oder zu mir? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim Essen wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie viel aufnehmen werde. Vielleicht bekommt ihr einfach zu sehen... Ja, ist schwer mit Filmen da. Ja, was sie essen. Ich will ja auch nicht, dass die anderen Leute da irgendwie im Restaurant, dass die gestört werden beim Essen. Das muss ja nicht sein. Vielleicht mache ich so einen Sneak Peek, dass ich einfach ein bisschen euch vom Essen was zeige. Und ja, ich glaube, that's it. Jetzt noch ein paar Aufnahmen vom Training. Ich zeige euch die Jungs, was sie machen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach beim Essen. Fangen wir an. Aschraf hat mir Trackies geschickt. Doch ich wurde sechsmal gerippt. Das von sechs verschiedenen Chicks. Sie nehmen ihn mit wegen meinem Duft. Ich riech nach Tom Ford und nach Kush. Sie sagt mir, was auf ihrem Herzen liegt. Doch ich fühle nichts in meiner Brust. Außer die Kälte von meinem Schmuck. Hermann, ich brauche jetzt von dir ein Rückwärtssalto. Nicht gestanden. Oh, Tom. Ich würde sagen, den zählen wir. Mian. Ich würde sagen, sticken wäre nicht schlecht. No! Aber gut aufgelöst. Devin. Ja, gestickt. Willi! Der sah mir zu safe aus. Der war zu safe. Leon? Hier jetzt direkt. Ich würde sagen, nicht gestanden. Habt ihr alles? Ja. Ja. Abfahrt. Abfahrt. Ja, das sind wieder die Bummeletzten. Ich kann mich wieder. Ich wollte schon wieder sehen können. Das ist so ein Ding. Es ist frische Luft, leichter Niesel. Wir können uns die Dusche sparen. Aber wie lange hält die Kamera noch mit 1%? Das ist ja crazy. Meine Bundesliga. Oder? Videos zu machen. Du kannst ja hier auskommen. Der Akku ist so schnell, einfach ja. Rausfahren? Oder müssen wir hier rausfahren? Okay.
Zeig mal die Bags. Sein Gesicht hell. Einfach ein Beauty-Mensch. Immer wenn ich die Kamera habe und aufnehme, ist das irgendwie Thema. Kimian, wenn du ein Element nach deinem Namen benennen könntest zum Thron, welches wäre das? Heli. Heli? Okay, also ein Element am Barren. Ja. Warum Heli? Weil nicht anstrengend, sieht geil aus und es thront fast jeder. Und es ist schwer. Dann würde jeder sagen, ja, wir machen heute noch den Mihan. Ja, genau. Mihan müssen wir noch dreimal trainieren. Sieht geil aus, jeder macht. Weiß ich nicht. Okay, Cut! Hast du gerade zugehört? Kannst du jedes Element wählen von dem Gerät? Mhm. Ich würde ein leichtes nehmen, ein W-Teil, die Tschechenkehre. Oha. Weil die Tschechenkehre würde dann umbenannt werden in Goldhalla. Und das ist so ein Element, da kannst du mal richtig schön reinscheißen und das ist richtig unangenehm. Und dann so, scheiße, ich hab beim Goldhalla verkackt, Alter. Das wäre mein Das tut wirklich jeder. Und Tschechenkehre tut ist jeder. Und jeder hat das mindestens einmal richtig hart reingeschissen im Wettkampf. Aber Heli auch. Boah, ich hab mir wieder so eine übelste Aktentasche bei Mihan geholt. Das ist schon hart. Ja, okay, gehe ich mit. Gehe ich mit, okay, sind zwei gute Elemente. Moin, es geht jetzt los, ne? Jetzt werden hier Fragen beantwortet. Ah, ja, das weiß ich schon, ja. Erstmal hübsch gemacht. Wir haben hier Leon. Leon ist 19, turnt auch für den SCC. Und hier haben wir Hermann. Hermann ist 18, der jüngste momentan im Team. Zumindest sehr aktiv turnt bei uns. Ich könnte noch sagen, was turnt ihr für Geräte heute? Also auf jeden Fall Boden, Sprung und Dreck. Und du? Also ich turn auf jeden Fall Ringe und Dreck. Mhm. Und vielleicht Dreck wird ein bisschen tricky heute, habe ich gehört. Ja. Aber auch nur wegen Abgang. Nur wegen Abgang. Das ist ein anderer. Ja, das wird schon. Machen wir einen Ton. Und ich würde sagen, wir stellen euch jetzt einfach mal ein paar Fragen. Wir fangen mit Leon an, weil Hermann gesagt hat, Leon soll anfangen. Deswegen, wenn ihr euch irgendein Element aussuchen könntet vom Turn, egal welches Gerät, was dein Name tragen soll, welches wäre das? Armreck. Erklär mal, was ist das für ein Element? Doppelseite über die Stange mit Doppelschraube und wieder hängen. Und wieder hängen, also ein Flugelement. Ja. Krasses Element. Mit das Schwierigste eigentlich, oder? Momentan, was es so gibt. Am Rück, ja. Und jetzt zu dir. Ich nehme den Abgang an dem Ring, Greifersalto, rückwärts. Das ist hart. Das tun auch nicht so viele. Nein. Wie fühlt ihr euch vor so einem Wettkampf? Seid ihr nervös? Also generell, seid ihr momentan nervös oder ist entspannt noch? Jetzt gerade? Ja. Warte, wie viele Stunden haben wir jetzt noch bis zum Wettkampf? Bis zum richtigen Start drei. Drei Stunden. Wie ist es so mit Nervosität? Passt? Jetzt gerade geht immer noch. Meistens kommt das erst wirklich so 15 Minuten, bevor es richtig losgeht. Also so im Einturnen geht eigentlich auch noch. Wie ist bei dir so mit Nervosität? Also ich merke langsam schon, dass es beginnt, ja, dass ich nervöser werde. Aber es ist krass. Bei mir ist es immer ganz schön. Ja? Dass man eher mit dir nicht reden sollte vorher, wenn du ins Gerät rangehst? Oder wie ist es bei dir? Weil ich kenne das von mir. Bei mir ist zum Beispiel, auch wenn wir schon irgendwie eine Stunde vorher zum Wettkampf halt hingefahren sind, oder zwei Stunden ist es ja dann vorher gewesen, ich habe gar nicht gesprochen, weil ich einfach zu nervös gewesen bin. Oder nicht nervös, aber ich wollte einfach meine Ruhe haben, so. Also ich brauche einfach Musik und dann, da komme ich dann so am besten runter. Ja, nice. Ey, dann war's das doch schon, oder? Dann gehe ich jetzt noch zu Willi. Wir melden uns ab und sehen uns einfach im nächsten Zimmer. Mr. Willi? Yes. Wo bist du? Im Zimmer. Okay, welche Zimmernummer? 207. Wo ist denn die 207? Rein in die gute Stube. Hier ist so dunkel, man sieht hier gar nichts. Ey, wir haben gerade Powernap gemacht. Jetzt geht's los mit Fragerunde. Hast du Bock? Geht los? Fragerunde. Let's go. Okay, pass auf. Frage Nummer 1. Tom, Lieblingsauto. Viel zu schwere Frage. Nächste Frage. Wir müssen euch erstmal vorstellen. Wow, wir haben euch noch gar nicht vorgestellt. Ja. Wer bist du eigentlich? Mein Name ist Philipp Binder. Ich bin 20 Jahre alt. Ja, und heute geht's richtig ab. Das war wie so ein... Das war dein Tinder-Profil, ja? Okay, wen haben wir hier? Ja, mein Name ist Tom Schulze. Ich bin 22. Bei dir geht's nicht ab? Bei mir geht's immer ab. Sehr gut, ja, dann haben wir es ja schon geklärt. Welche Geräte tun sollte?
Also 5 Geräte auf jeden Fall. Ringe steht noch nicht ganz fest, dadurch, dass ich ein bisschen Schulterschmerzen habe, weiß ich ja nicht genau, wie ich turne. Mhm. Aber ansonsten könnte sein, dass ich heute alle Geräte auspacke. Gut, das wäre wild. Ja, Mann. Tom, wie sieht's bei dir aus? Bei mir ist es nur Boden, Ringe und Sprung. Nur? Das sind 3 Geräte, wir haben nur 6. Das ist die Hälfte. Ja, und eventuell noch Reck, ja. Bist du nervös? Es geht eigentlich jetzt zur Zeit. Jetzt gerade eigentlich noch gar nicht. Wir haben jetzt gerade 15.02 Uhr. 15.02 Uhr haben wir es und 17.01 Uhr. Ja, je näher der Wettkampf ranrückt, desto mehr wäre ich aufgeregt auf jeden Fall. Aber es kommt dann erst richtig in der Wettkampfhalle bei mir. Mhm. Wie ist bei dir mit Nervosität? Es geht, also ich bin generell immer nicht ganz so nervös. Bist ein entspannter Dude. Aber dadurch, dass ich heute mit Elektrone, steigert sich die Nervosität. Im Wettkampf nochmal. Ja, wir kriegen das schon runtergedreht. Es kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wie es steht bis zum letzten Gerät, oder? Ja. Wenn es richtig knapp wird und du dann ran musst, dann ist natürlich noch mehr die auf. Am besten als letzte Entscheidung, ob man den Wettkampf gewinnt oder nicht. Oh, das wäre wild. Ich bin da. Tom, ich bin da. Ich nehme gar es auf. Kein Druck. Aber ich feiere das eigentlich, dieser Druck zum Schluss so und dann perform. Und wenn du dann eine geile Übung machst, performst, ja, ist geil. Aber dann rein dann ist natürlich. Ja, gut, bitter. Aber das reißt ja auch dann keinen Kopf ab. So. Ich hoffe halt immer noch, dass Hermann direkt kommt. Du weißt doch, ich hab immer. Dick. Ich weiß immer, dass die Kamera an ist, wenn sie auf mich gerichtet ist. Stimmt, ja. Haben wir heute auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, ihr habt mich ja leider bei dem. Bei der Instagram-Story nicht gesehen heute beim Training. Ja, direkt schade. Erst, Willi hat sich heute schon beschwert, weil beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass Willi nicht zu sehen ist. Obwohl, er ist einmal zu sehen, ganz am Ende. Wir können das hier mal ganz kurz einblenden. Nur damit es mal gesehen wird. Ja, aber es kommt so rüber dann für die Zuschauer, als würde ich so nicht trainieren wollen, so kein Bock so wie andere von uns, die Ausländer, die wie sie halt auch ist. Aber ihr müsst auch verstehen, 8:30 Uhr hatten wir heute Training. Und sonst immer so 9:30 Uhr oder um 10, das ist schon ein bisschen sehr früh gewesen. Ist relativ früh dafür, dass wir erst 18 Uhr Wettkampfbeginn haben. Aber ja. Ihr werdet wirklich später einfach nochmal sehen. Dafür ist er ja jetzt auch da. Ja, und das später am Gerät dann halt umso öfter, ne? Genau. Okay. So, jetzt aus der Hand. Ich fange einfach mit Tom an, würde ich sagen. Tom, lustige Frage. Also, ich finde die relativ interessant. Alle Elemente, ja, die es gibt. Wenn du dir davon eins aussuchen könntest, welches nach dir benannt wird, welches wäre das? Von allen Elementen, die es schon gibt. Was wäre das? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Wäre es auf jeden Fall wahrscheinlich an den Ringen. Ringe, ja. Ich hab mir fast gedacht. Und das wäre dann Rodriguez. Oha. Wenn wir schon bevor links oder... Okay, warum? Ja, es sieht einfach krass aus und es wird sehr wenig betont. Ja. Weil es verdammt schwer ist. Ja, okay, gehe ich mit. Willi, bei dir? Bei mir, also ich denke, es wäre am Pferd. Das Teil heißt Zone. Es ist ein ziemlich schnelles Element. Es geht noch nicht mal eine Sekunde wahrscheinlich. Da macht man eine ganze Drehung nur auf einen Arm. Mhm. Bei mir ist es der linke Arm. Bei manchen ist es halt je nachdem, wie rum man flankt, rechts oder links. Es ist schon schwer, aber es turnen noch einige. Eigentlich in jeder Fertigung, wenn jemand das Teil turnt, ist es wie so ein Wow-Effekt, sag ich mal, weil es was anderes ist. Und ich denke, das wäre mein Teil. Blenden wir ein, von mir aber. Dann war's das. Ich glaube, wir müssen eh gleich packen, oder? So viel Zeit ist ja gar nicht mehr. Ja. Ich hab keine Ruhe. Bis gleich. Wir melden uns ab. Wir sehen uns später. Tschüss. Das ist Routine vor dem Wettkampf. Erstmal ein bisschen Gewicht verlieren. Tschüss. Okay, Leute. Es ist jetzt 15.44 Uhr. Wir haben unser Zimmer bis 16 Uhr. Wir müssen gleich raus aus unserem Hotelzimmer. Dann setzen wir uns ins Auto und fahren zur Wettkampfhalle. Das heißt, also ich nehme es mal ganz stark an. Höchstwahrscheinlich sehen wir uns gleich in der Wettkampfhalle. Und ja. Vielleicht nehme ich euch noch mit auf den Weg, wenn irgendwas Interessantes passiert, wenn irgendwas Lustiges passiert. Aber ansonsten sehen wir uns gleich in der Halle. Bis gleich. Ready? Es wäre schön, wenn alle einmal kurz frische Luft tanken und gleich wieder reinkommen. Wir freuen uns gleich auf Unterstützung. Nach diesem grandiosen Sieg unserer zweiten Mannschaft brauchen wir die Unterstützung nachher auf jeden Fall noch mehr. Dankeschön. Danke, Sascha. Genau, man kann mich nicht hören. Deswegen spreche ich das jetzt hier im Nachhinein noch kurz ein.
Im Grunde habe ich nur gesagt, wie auch da hinten schon zu sehen ist, dass die Jungs sich alle eintun. Auf dem Boden findet die normale Kreiserwärmung statt und ich nehme euch jetzt einfach mit in den Wettkampf. Ja, zeige euch die Aufnahmen, die Übungen von den Jungs und wünsche euch viel Spaß. Also im Grunde, have fun. Füße ist auch da. Ich kann nicht verlieren, ey. Yeah, yeah. Befinde mich immer noch im Kampf. Yeah, yeah. So viele Seelen gefangen, ey. Yeah, yeah. Gefrorene Tränen im Winter. Jetzt kommt los! Halbzeitstand 23:16, Kopf an Kopf rennen, das sieht ziemlich knapp aus. Wir haben leider ein paar kleine Fehler gemacht, die Finnhorster ein bisschen weniger. Ich bin jetzt kurz rausgegangen, habe mir ein Hoodie und eine Jacke drüber geworfen, weil ich denke, dass ihr mich drinnen wahrscheinlich weniger hört als hier. Drin läuft Musik, hier nicht. Deswegen kurz von draußen. Die Jungs tun sich gerade drinnen weiter ein für die nächsten drei Geräte und ich gehe auch gleich wieder rein. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lang und ja. Ich wünsche euch viel Spaß bei den nächsten drei Geräten, bei der nächsten Übung. Ich hoffe, wir turnen durch und die Jungs machen ihr Ding. Und ja, bis später. Tschüss. Zu Hause. Ja, es war eine lange Fahrt. Es ist jetzt circa um 3, also es ist ziemlich spät. Ich bin super müde, also nehmt es mir nicht übel, wenn ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich wollte mich auf jeden Fall bedanken, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, wenn ihr immer noch am Start seid. Wir haben viel erlebt. Ich habe versucht, ein paar Sachen aufzunehmen. Ich hoffe, dass ich die Sachen, die ich aufgenommen habe, auch irgendwie verwenden kann. Und ja, ich bin einfach gespannt, wie das Video hier aussehen wird. Ihr habt es ja jetzt schon gesehen, ich muss es dann noch schneiden. Aber ja, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert hat oder ich irgendwas nicht richtig umsetzen konnte, so wie ich es gedacht habe. Oder ihr nehmt es den Jungs nicht übel, wenn die irgendwie Quatsch geredet haben, weil die sind auch zum ersten Mal teilweise vor der Kamera gewesen, genauso wie ich. Das ist auch für mich das erste Mal. Ich habe nämlich gerade eben schon mal in die Videos reingeguckt hier. Und ja, ich glaube, da sind ein paar Sachen dabei, die man verwenden kann, die euch einfach zeigen, wie ein Tag für einen Turner in der Bundesliga aussieht. Deswegen mache ich das nämlich, um euch einfach mitzunehmen, um zu zeigen, ja, wie wir Turner oder wie der Tag von uns Turnern bei einem Wettkampf aussieht. Um vielleicht auch den kleineren, jüngeren Turnern zu zeigen, die irgendwann mal in der Bundesliga turnen wollen, wie das aussieht, wie das abläuft. Ich hoffe, es ist ein bisschen interessant gewesen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke bekommen und ich konnte es irgendwie ein wenig spannend für euch machen.
Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, wenn ihr vielleicht einen Kommentar sogar schreibt, was ihr vielleicht beim nächsten Mal sehen wollt, was ich besser machen kann. Vielleicht irgendeine Frage, die ich jemandem stellen kann. Irgendwas, was ihr wissen möchtet. Das können auch private Fragen sein. Ja, Spaß beiseite. Ich melde mich ab. Es ist ziemlich spät. Ich sag danke, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Vergesst nicht zu abonnieren. Dann sehen wir uns nämlich auch beim nächsten Mal wieder. Und, ach ja, ihr könnt auch auf Instagram vielleicht vorbeischauen. Da heiße ich genauso wie hier, erik_kopx. Erik mit C. Da poste ich auch ziemlich viel in die Story, wenn wir im Training sind und die Jungs im Training sind. Ich poste auch ein bisschen was von mir rein. Aktuell kommt ja nicht so viel, weil ich mir vor ein paar Monaten die Achillessehne gerissen habe. Deswegen, das dauert ziemlich lange, die Regeneration. Ja, aber da poste ich auch immer so meinen Stand halt. Ich will gar nicht so lange um den heißen Brei rumreden. Ich melde mich ab. Ich gehe jetzt schlafen. Over and out. Erik ist raus. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.